Guten Morgen zusammen, liebe Lakers-Fans. Heute nehme ich euch mit auf einen Tag mit dem Sportchef. Heute ist Spieltag und mal schauen, was alles passiert. Ich freue mich drauf. Ja, als allererstes müssen wir ein paar Kilometer zurücklegen und wir fahren vom wunderschönen Aargau zum wunderschönen Rapperswil-Jona. Es ist jeden Tag eine schöne Fahrt, gibt mir Zeit, um ein paar Telefon machen, um mich auf den Tag vorbereiten und einen guten Tag starten. So, 40 Minuten durch, ein paar Telefon gemacht. Jetzt bin ich zu Rappi angekommen, gehe bei den Coaches vorbei, gehe bei ihnen schauen, was bei ihnen so läuft, ob wir noch gewisse Verletzungsupdates haben, was mit den überzähligen Spielern ist, was der Plan für heute Abend ist. Und dann nachher geht es für mich nächste Station ins Büro. Tenere! Hallo, wake up every morning and before I start each day, I take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something and then me on my way. So, Mittagspause verbringe ich oftmals im Restaurant Lo, eines meiner Lieblingsspots in Jona. Und mal schauen, was es heute gibt. Aber eigentlich immer die gleichen One-Pots, kann ich nur empfehlen. Geht auch mal vorbei. So, Mittag ist durch. Jetzt bin ich da noch schnell bei unserem Partner, Auto Draxler. Ich muss noch schnell das AdBlue auffüllen, und dass das Auto nicht plötzlich stehen bleibt. Kommen wir mit. Jetzt ist Nachmittag um 10:30 Uhr. Jetzt ist Zeit für mich, um zu joggen, ein bisschen sportlich betätigen. Ich muss auch ein bisschen fit bleiben, um mit diesen Jungs Schritt zu halten. Und jetzt freue ich mich, um den Kopf abzustellen. Ich kann mich gut erholen dabei, gehe joggen, nachher duschen und dann geht es schon bald los mit dem Spiel. So, jetzt haben wir 10 vor 6 Uhr, Zeit zum Nachtessen und nachher geht es weiter. Schauen wir, was es zum Nacht gibt. Viertel vor 7 Uhr, Zeit zum Standort wechseln, Büro abbrechen und über in die Eishalle zu den Coaches und dann nachher alles vorbereiten für das Spiel. Für das muss ich ein paar Sachen packen. Das wär's schon gewesen, das ist schon bereit. Let's go! Hey, here they are! Bert, say hi! Hi! Lachy? Box up. Hi. Alright, have some fun, guys. Also, liebe Fans, wir sind hier oben am Spiel. Heute werden wir das Spiel steigen und nicht. Wir machen Coaches Challenge. Nehmen wir wieder die ganzen Szenen taggen. Und dann haben wir mit den Coaches kommunizieren, wenn wir günstige Spielzeuge sind vom gegnerischen Team, wo sie können adaptieren. Und neben mir hockt Tom Weber. Und er schaut die ganzen Time and Ice an, Geschwindigkeiten und wie sich die Spieler verhalten auf dem Eis und was wir nachher im Postgame Workout machen oder was nicht. Bergy, mic check 1-2. Fucking right, let's go, Bergy! So, erster Drittel ist vorbei. Ich glaube, klar, Chance plus für Biel. Biel hat sich viel besser bewegt als wir. Ich glaube, die Pause brauchen wir dringend. Coach muss zwei, drei Sachen justieren. Wir müssen einfach spielen, die Scheibe hinter ihre Verteidiger bringen und von dort unser Spiel aufbauen. Hallo zusammen, ich bin der Hagi vom iSport. Als nächstes nimmt hier das Toni die Kopfhörer für das Pause-Intrum im Jahr. Sick, hä? Help! Ich bringe dir auch noch einen auf 4 ab. Gut. Ich glaube, wir haben auch den einen oder anderen Spieler, der immer ein bisschen hünziger unterwegs ist, der nicht nur für die feinen Hände bekannt ist. Und von dem her, die machen das eigentlich recht gut. Und es ist auch eine Struktur hinter diesen Plays, dass man da gut in Kon sein kann und dass man immer einen Spieler hinten dran hat, der probiert, das defensive Gewissen zu haben. Zweites Drittel ist durch. Es war eine massive Steigerung auf unserer Seite. Wir haben viel mehr Chancen kreiert, haben auch ausgleichen können. Und wir bewegen diese Beine viel, viel besser. Jetzt sind wir positiv für die letzten 20 Minuten. Ich weiss, es schon mal Kiste stark, aber so aus diesem Winkel nicht von der... 40 Minuten vorbei, Zeit für unsere Pausenanalyse mit der Janik Steinmann. Das heisst, wir haben einen Breakaway.
sehr schöner Julian. So ist es auch schön. Nein, zurück. Drittes Drittel durch, 1-1. Eichi, was meinst du? Jetzt holen wir den zweiten Punkt in Overtime. Sehr gut. GW, was meinst du? Den holen wir noch. Sehr gut, wir sind positiv, hoffentlich ihr auch. So, Verlängerung, verloren leider das Spiel, 2-1. Aber nicht unsere beste Leistung gewesen. Morgen geht es weiter gegen Zug. Schauen wir, dass wir nicht besser performen können. Arbeitstag ist vorbei. Knappe Niederlage nach Verlängerung. Jetzt haben wir Abend um 10:30 und jetzt ist Zeit zum Heimgehen. Danke vielmals, ich hoffe, es hat Spass gemacht und bis ein anderes Mal. Ciao zusammen.